Also hier ist es dramatisch. Die 89. Minute ist hier fast abgelaufen. Und es ist jetzt hier diese Druckphase der Dresdner gerade eben noch mal ganz extrem gewesen ist. Dresden läuft jetzt noch einmal an, angefeuert von den eigenen Fans. Herbert Nielsen arbeitet damit nach hinten, macht das gut, macht das sehr gut. Holt einen Freistoß aus, raus, der schnell ausgeführt würde von der Fortuna, die jetzt hier ihrerseits noch mal Druck machen will. Über Neuhaus, der sucht eine Anspielstation, findet erstmal keinen. Jetzt bietet sich Ruven Hennings an, der sich da ein bisschen fallen lässt. Versucht es mit einem Schuss und Tor! Und Tor! Minute! Und Ruven Hennings packt die linke Klebe aus! Das ist der Wahnsinn! Nico Gieselmann zeigt ihm den Vogel! Was für ein Monsterschuss! Ich hab gedacht, was macht er denn da? Und der Fortuna-Block, das können Sie sich ja vorstellen! Sie sehen den Wahnsinn in den Augen bei den Leuten! Was für ein Schuss von Ruven Hennings! Die 90. Minute ist abgelaufen. Ist ja Wahnsinn. Aus 25 Metern lässt er eine Fackel los, wie man sie selten gesehen hat. Die Fortuna steht kurz vor dem Aufstieg in die erste Liga. Ja, als ich dann gesehen habe, wie der Ball ins Netz eingeschlagen ist, sind bei mir dann alle Sicherungen irgendwie rausgeknallt. Das war unglaublich, völlig ausgerastet. Das war dann einer der emotionalsten Momente, die ich persönlich im Fußball erlebt habe. Also bei mir ging kurz ein Schalter aus. Unglaublich, also wirklich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich wollte gerade sagen, bei mir auch gerade. Also wir lagen uns auf der Tribüne mitten im Stehplatz da mit irgendwelchen Menschen in den Armen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Da sind Bierbecher geflogen, ich habe mir einen gegriffen, habe den nach unten geworfen. Wir lagen uns mit Leuten in den Armen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hatte Gänsehaut und drehte mich um, alle am Weinen, komplett aufgelöst. Und jeder hat irgendeine Verletzung. Ich habe Adduktoren, Stucki mit seinem Arm, der nächste Talusfraktur. Und wie die Kamele, glaube ich, sind wir dann so außerhalb vom Stadion halt gesprintet. Es konnte ja keiner laufen, also schnell laufen. Und wir sind so schnell gelaufen, weil du den Abpfiff halt nicht verpassen wolltest. Dann hat der Sascha Röster uns reingeholt im VIP-Bereich und dann standen wir 15 oder 20 Sekunden vor Abpfiff standen wir direkt am Rasen. Ne? Und dann hast du da gesessen mit deiner Stoppuhr und denkst, mach Feierabend, mach einfach Feierabend. Ich habe gar nicht mehr richtig aufs Spielfeld geguckt. Man lag nur noch mit den Jungs in den Armen, man hat geweint vor Glück und man hat sich geherzt und diese fassungslosen, geilen Gesichter gesehen. Und in dem Moment war ich mir auch sicher, dass wir uns das nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Ja, dann pfeift der Schiedsrichter ab und einfach nur ein Glücksgefühl.